Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zur Shim Show. Eine komplett in Super Mario 64 organisierte Game Show, bei der sich einige meiner absolut coolsten Creator-Kollegen und Sean in 12 komplett verschiedenen Challenges bekämpfen müssen. Und glaub mir, keiner von denen wusste wirklich, worauf die sich hier einlassen, da die Herausforderungen immer verrückter wurden. Je nach Platzierung können die Teilnehmer pro Spiel bis zu 3 Punkte erhalten, bis diese ganz am Ende zusammengerechnet werden und ein Spieler mit 100 Euro nach Hause gehen darf. Und ganz kurz noch, ich sag sowas normalerweise nie in meinen Videos und ich weiß, es ist ultra nervig, aber die Shim Show ist ein Projekt, an dem ich jetzt schon seit Januar arbeite und extrem viel Zeit und Herzblut hineingeflossen ist. Also wenn ihr dieses Video jetzt gleich anguckt und damit Spaß habt, würde mir ein Abo extrem weiterhelfen. Und überhaupt, es wird definitiv nicht die letzte Shim-Show sein, die hier stattfinden wird. Kommen wir jetzt also zur ersten Challenge. Im ersten Spiel müssen unsere Teilnehmer einen Hindernisparcours voller Jump'n'Run-Herausforderungen durchlaufen. Schaffen sie es rechtzeitig mit der Vanish Cap zum Gitter hoch? Werden sie die unzähligen Lava-Boosts überleben? Und vor allem, wird Vicky überhaupt eine Chance haben, wenn er ein riesiges Handicap besitzt? Wie gesagt, ich bin nicht zu Hause. Ich mache das woanders. Einfach aus dem Grund, dass mein Internet zu Hause ein bisschen kacke ist, ne? Von ihr wisst Bescheid. Aber ich habe meinen Controller vergessen. Und das ist mir relativ spät eingefallen. Hier ist leider kein Controller. Aus diesem Grund muss ich mit Tastatur spielen. Ja. Man kann mit jedem weiteren Spiel in diesem Video sehen, wie seine Laune dadurch sinkt. 3, 2, 1, los! Oh, ah, der Ulti hat einen Frühstart gemacht. Ich krieg nichts hin mit der Kamera, hä? Also ich will nichts sagen, aber Hübi ist gerade richtig gut dabei. Er zieht alle ab. Warum, hä? Sean ist auch noch hier, also alles gut. Ja, bei Sean ist noch peinlicher, weil der Speedrun das Game. Oh, Hübi macht gerade einen fatalen Fehler, aber er realisiert es nicht. Oh, fuck you! Was ist los? Ich muss da runter, oder? Ich dachte, er ist viel näher dran. Hier, okay. Oh, Bruder, deine Mutter ist ein... Es ist nicht leicht. Braucht man diese Kisten da unten? Sonst hätte ich die nicht hingestellt. Jetzt sich Chat einfach konzentrieren, gar nicht mit dem Pöbel abgeben. Ja. Warte, müssen wir wirklich einen Bombclimp machen? Nee, oder? Also verschiedene Möglichkeiten, wie du hier vorgehst. Wir machen entspannt, Chat, wir machen entspannt. Sprünge sind so mies. Never back down. Vic ist auch noch hier, also alles easy. Warum? Ich bekomme gar nichts hin. Alle strugglen, Hübi ist voll weit vorn. Ohne Eis. Deine Mutter ist dein Vater! Timo, warum Eis? Es hat nicht Not getan, dass das Eis war. Tu doch nicht Not, dass du auch noch Eis hier hinlegst. Oh, puh. Das wäre so verpiss dich schon. Oha, oha, oha. Was hat Vic vor? Oh, schlau, schlau. Ich bin jetzt in diesem Wasser. Was? Warte mal. Ah, hier geht's weiter, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Oh, ist das hier wirklich Bombclip? Bruder, ist das asozial. Digga, da hast du aber echt, da hast du echt krassen Scheiß ausgepackt, ne? Hübi hat's. Ja, ihr müsst immer noch versuchen zu gewinnen, ne? Also es geht immer nach Platzierung. Bis es Platz 3 geschafft hat, geht's immer. Shimtex, was auch immer du da am Ende für diese Lavasprünge, ne? Bruder, ist das asoziale Scheiße. Also ich hab zum Glück alles first tried, aber ich hab mich sehr unwohl gefühlt. Ich hab alles first tried. Ah, das. Also man fühlt sich richtig weird, Mann. Vielleicht versuche ich mal zu krass. Okay. Ja, aber das ist schon kreativ, was hier abgeht. Oh, Vic. Oh, jetzt geht's los, Meister. Jetzt geht's los. Jetzt wird's asozial. Okay. Checkpoint. Wo ist der Rest? Was macht ihr? Was höre ich da? Ich höre hier aber ganz, ganz schrecklich. Oh, das ist clever. Alle so, jetzt bin ich gespannt. Okay. Sehr, sehr überfragt, ob ich hier... Da sind sie. Okay. Ivo, ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Oh, mein Gott, er macht's, oder? Let's go, Vic, Alter, du King. Oh, shit. Vic, komm schon. Let's go. Sean, wo zum Fick bist du? Ich hasse das hier. Hä, wie soll ich... Hä? Soll ich das Item jetzt bekommen? Oh, mein Gott, war ich gerade dumm. Alter, Sean. Hey, warum hat Sean eine rote Mütze in der Hand? Sean, was hast du da gerade vor? Wie soll ich das Item hier bekommen? Ja, du kannst deine Standardattacke ausführen. Mal gucken, was passiert. Oh, das ist ja übel geil. Ach, mein Gott. Ich habe versucht zu kochen. Wie soll man das Item da bekommen? Oh, Johnny, auf. Ich hasse das mit dieser Lava hier. Ah, oh, Sean, du machst immer wieder denselben Fehler. Ich pack's nicht. Wie? Sean, bitte mach weiter so. Mach weiter so, Sean, bitte. Sean fragt sich, warum geht meine Metal Cap da aus? Ja, was tut er? Junge, ich feiere das, dass jetzt einfach Johnny gewinnt wegen Seans Intellekt. Bitte. Vor allem, wie er am Anfang noch gesagt hat, meine Jump'n'Run-Skills sind extraordinär. Das jetzige Problem, was du gerade hast, ist, hat nichts mit Skill zu tun. Aber du kriegst die Schaff gegen dich selber. Ah, so. Oh, Johnny, das wird so ein Kopf-an-Kopf-Rennen gerade. Wie Kopf-an-Kopf? Wo ist der? Ich bin hier. Oh mein Gott! Ich sehe schon nicht mal. Ey, das ist gerade so traurig, euch zuzugucken. Ne? Johnny, ich höre dich. Ich hab doch gar nicht so viel verkackt.
John. Und derselbe Fehler wie eben. Ja, ich würde sagen, einfach beide 0 Punkte, nächste Challenge, oder? Hat sich alles erledigt. Hast du's? Let's go! Oder? Ich weiß nicht, wo er ist. Ja. GG! Fuck! Das war ja echt nur wegen Dummheit. Wow. Es steht gerade 3 für Hübi, 2 für Vic, 1 für Sean und 0 für Johnny. Ey, wolltet ihr schon mal Mario Kart spielen, aber in der Engine von Super Mario 64? Ich auch nicht, aber die Teilnehmer haben keine Wahl. 3 Runden, 3 Maps und eine komplett unfaire Version von Mario Kart. Oh mein Gott! Und mit Countdown! Warum starten die vor uns? Get good schon. Junge, ich will keine Items bekommen. Ja, wenn man vorne startet, kriegt man halt Items, so, was soll man sagen? Ja, unfair. Boah, Hübi und Johnny, ey. Boah, war das klar. Oh, man muss springen? Oh, ich kann leider nicht nach hinten schießen. Das wäre so wichtig. Nein! Wie hast du es gemacht? Oh yes! Gott, Timo, ich liebe dich, Bruder. Ja. Ich habe gerade den Spaß meines Lebens. Sehr gerne. Johnny, beeben den Wichser da vorne. Ja, aber wie? Er hat mich einmal erwischt. Ich lag 5 Minuten auf dem Boden, Junge. Let's go! 5 Minuten! Yeah. Aber das war richtig unfair. Wir haben nur die Reihenfolge gespielt, in der wir gestartet haben. Rainbow. Wer ist dieser 5. Panzer? Ah, das ist Timo wahrscheinlich, oder? Ja, okay. Sean hat Fehlstart. Ah nein, er war im Character Select Menü. Sollen wir neu starten aus Fairness oder seid ihr? Ja, komm, start neu, Bruder. Okay. Vic ist so auf dem ersten Platz, wie so, ja, kannst neu starten. Jawohl, du! Wieso hattest du noch Items? Okay, warte, never mind. Okay, wir machen es jetzt so. Wir starten die Map komplett neu. Die ja, zusammen, komm, ich hab mir die Augen. Ich bin das Einzige auf dem letzten Platz! Ich wollte aber die Map restarten. Das ist einfach purer Betrug, Digga. Nein. Deine Mutter ist dein Vater. Schon, wirklich. Ich hab den Ring verpasst. Johnny, let's go, Johnny. Warum respawn ich am Anfang? Warum kann man hier so easy runterfallen, Timo? Das ist super gruselig. Ja, stimmt. Die Rotpanzer bringen irgendwie nichts. Ich dachte auch, ich könnte Hübi mit dem Rotpanzer eben noch kriegen, aber... Ich krieg nur Rote. Wow! Oh shit! Nee, Wo muss ich lang? Oh mein Gott, man wird am Anfang wieder rausgelassen! Gar keine Chance, das zu aimen. Also wirklich, ich sag's dir, Pilze sind der Tod, Mann. Muss er jetzt so einen Ring holen? Oh nein. Er kann mich sabotieren, wenn er rückwärts fährt. Okay, ich komm gar nicht auf die Map klar, das war's. Ohne die Bananen! Ohne in die Bananen zu fahren! Einmal runterfallen, hier am Start wieder rauskommen, das ist brutal. Ja. So, jetzt kommt die Map. Ich bin schon wieder hinten! Ich fahr nicht los! Oh, Digga! Gerade noch gesagt, boah, ich hab so viel Spaß und jetzt... Ja, komm, halt dein Maul, da wusste ich auch noch nicht, dass du das Spiel gemacht hast, um mich zu mobben. Scheiße, ich hab übel reingeschissen gerade, Johnny. Oh, das ist wichtig. Okay, Sean ist noch in Reichweite, Chat. Ist noch nicht vorbei. Aber ich krieg ihn mit dem roten Panzer hier, glaube ich, nicht, oder? Der macht ja nichts, der rote Panzer macht gar nichts. Das habe ich festgestellt, als mein Panzer nicht losgefahren ist am Start. Mann. Oh, Banane, auf asozial. Nein, nicht weg! Oh nein! Ich brauch diesen zweiten Platz! Fahr doch! Was passiert hier? Nein! Ich hätte Vic noch kriegen können! Ey, das gibt es nicht! Das war so close! Wir haben jetzt folgende Situation. Platz 1 ist Johnny mit 7 Punkten. Platz 2 ist Sean mit 4 Punkten. Und Vic und Hübi sind beide auf dem dritten Platz. Habt ihr Bock auf ein 1v1 gegeneinander? Safe. Aber nur, wenn mein Kart losfährt. Aber welche Map? Ich fand die Bowser-Strecke geil. Ja, okay. Lass die Bowser-Strecke. Gut, das wird jetzt spicy. 3, 2, 1, los! Okay, das war genau gut. Boah, das wird so hart. Yo, ja, genau! Das ist Fairness, Freunde. Drei Rote gegen eine Banane, das kann nicht wahr sein. Junge, wie er weiter wohl nichts passiert ist. Nein! Ich hab da eine Lava hinter mir gehört. Wieso macht der Stampattacke? Ich werde ihn sowieso nicht kriegen. Ich habe einfach kein einziges Item eingesetzt, Mick, nur im Flame. Bei so Lackkacke. Komm. Lack, sagt er. Wie, wir sind so viel saurer, als wäre es so Mario Party oder so. Hübi hat gewonnen. Weiter geht's. Nächste Challenge. Nee, ich mache hier nicht weiter. Ich habe keinen Bock mehr. Das hat schon damit angefangen, dass ich mit Tastatur zocken muss. Ja, jetzt bringt er seine Tastatur aus. Ja, ist ja so. In diesem Spiel suche ich mir einige der billigsten Verstecke in ganz Mario 64 raus, während die Teilnehmer versuchen, sich nach und nach mir anzuschließen. Das Ganze machen wir auf 3 Maps, wovon die erste
Big Boo's Haunt ist. Okay, let's go. Hier hin, wo geht ihr hin, hä? Alle geradeaus. Alge. Sehr, sehr interessant. Wissen die Zuschauer, wo du bist? Die Zuschauer wissen es, ja. Du sagst, es ist ein offensichtliches Versteck, der Dreckige. Ich sag's mal so, es ist so offensichtlich, dass es einer schon gefunden hat. Oh, oh nein. Du bist nicht im Keller, oder? Nee. Oder doch? Hey, was? Ich hab jetzt den Keller gerade abgesucht. Aber wait. Ich hab vielleicht eine Idee, was er meint. Junge, das ist so ein Scheißspiel. Ey, ich werd so sauer, ne? Das macht mich jetzt auch ein bisschen wahnsinnig. Vor mich sehe auch niemanden von euch. Digga, vor allem diese Türanimation. Oh nein. Ja, als ob ich euch verraten soll, wo ich bin, ey. Wie siehst du denn überhaupt aus, Timo? Ah. Ach so, das war gar nicht Timo. Oh mein Gott, ich dachte, es wäre Timo gewesen. Ich lauf nicht rum, ich bin stationär. Also ich war im Keller, da habe ich ihn nicht gesehen. Okay. Ja, dann gehe ich da nicht nochmal hin. Johnny, wo warst du schon? Ich war auch schon im Keller. Ich war auf dem Dach. Ich war da, wo der Stern in der Bibliothek ist. Und ich war in diesem geheimen Raum. Glaubt ihr, dass Menschen im Internet lügen? Vic ist schon da, oder? Ich glaube auch, dass Vic labert immer. Vic ist schon die ganze Zeit da, hat so viel Among Us. 100 Pro hat der. Deswegen hat Timo auch gesagt, jemand ist da, aber Vic war leise, hat nichts gesagt. Er ist Imposter, ja. Digga, da vorne ist Sean, Junge. Als ob er nicht hier ist. Oh, doch! Hey, Johnny! Sean hat verkackt. Junge, Hübi und Vic waren die ganze Zeit bei mir. Hübi ist direkt hingegangen. Seid ihr bereit? Los. Okay. Ich sag euch gar nichts mehr, also... Jetzt an dem Punkt ist vorbei. Ja, ich hab mich ab dem Verdacht. Das ist so interessant zu sehen gerade. Ja, woher soll man denn wissen, wo du bist? Weh, ihr seid wieder leise, wenn ihr ihn schon gefunden habt. Ne? Weh, ihr schweigt. Wir haben den schon alle, die haben den eh schon alle. Geh da hoch! Okay. Ich raste aus, ich hab die schon vor Ewigkeiten gesehen. Ich komm nur nicht hoch mit dieser Scheiß-Tastatur, Alter. Warte, wo? Ich bin nicht der Letzte? Ich bin nicht der Letzte? Nein, bist du nicht. No way! Ahnung, das ist jetzt gerade nicht passiert, oder? Ich weiß nicht, wo er ist. Schon aber scheiße, oder? Du hast gerade wirklich fast deine Poperze geküsst. Fuck! Ist schon da? Ja. Okay. Ich versuche gerade richtig, mich so in Timos Kopf reinzudenken. Ja, ich auch. Digga, wir haben doch nur 50 Wege, also ist ja einfach eigentlich. Oh, Bruder! Nein, wir sind schlecht. Oh, als ob du nicht hier bist. Links oder rechts, ich weiß es nicht. Carpetless? Ihr seid alle umsonst hier. Ach, das warst du? Ich dachte, das wäre Shimtex. Okay, Sean, wir sind am Arsch, Digga. Ja. Oh, Bruder, wie asozial ist das denn? Man kann sich die Teppiche wegnehmen. Oh, stark, dass ich einen hab dann. Oh nein, Timo! Okay. Wieso? Was soll... Wo? Ich weiß nicht mal, wo der ist. Ich will nichts sagen. Könnt ihr die Kanone ansprechen? Kriege ich einen Ehrenpunkt, wenn ich die Kanone aufmache? Du kriegst Ehre, aber keinen Punkt. Wir sind alle hier. Hübi ist auch hier. Weg, mach du. Was soll ich dann machen? Ich weiß ja nicht mal, wo ihr seid. Wollt ihr jetzt da die ganze Zeit rumstehen, oder was? Achtung, ey, macht euch ready. Ich öffne jetzt. Ich öffne jetzt. Wenn Weg gewinnt, bin ich am Arsch, ne? Hä, ich wurde rausgeschubst. Hä? Ich hab nicht mal was gedrückt. Oh, damn, passt auf. Ich hab mich zuerst hingedreht. Ich stand richtig. Ja, doch, Johnny war als Erster mir drin, auf jeden Fall. Oh, ich hab ihn als Erster gesehen auch. Das wäre sonst so scheiße gewesen. Weil ist Weg jetzt Letzter? Ja, Weg ist Letzter. Ulti hat 3 Punkte, Hübi hat 7 Punkte. Aber Johnny und Vic haben beide 4. Ey, wir könnten machen, dass sich Vic, du und ich versteckt. Nee, warte mal, Sean. Ja, oder wir müssen uns verstecken und wer uns zuerst findet, hat verloren. Oh, das wäre auch geil. Ihr versteckt euch und wir drei suchen. Ja, lass es machen. Aber müssen wir dann auch so geduckt sein, oder? Wenn du geduckt sein willst, dann mach. Ich bin ready. Let's go. Ich gehe direkt auf den Berg hoch. Ich bleib erstmal unten. Ich bleib unten und check die Kanone, das Startgebiet und so ab. Das wird so scheiße sein, das versteckt. Oh, ich hab Vic gefunden. Oh, ich wurde erwischt. Na dann. Wo warst du? Hinter so einer Kiste. Oh mein Gott, als ob du da bist, Johnny. Ja, ich dachte, alle gehen als Erstes auf die Insel oben. Ja, dachte ich auch. Deswegen war ich auch erst auf der Insel. Aber dann dachte ich, nee, die gucken erst bei der Insel nach. Ja, dachte ich auch. Ihr erinnert euch ja an das Pinguin-Baby aus dem Originalspiel, oder? Wo man das kleine Baby-Pinguin zu seiner Mutter zurückbringen kann und dafür einen Stern bekommt. Ja. Oh. Ich hab's schwer und nervig gemacht. Man muss einen kompletten Parcours absolvieren und dabei eines dieser Pinguin-Babys zurück zu seiner Mutter bringen. Welches davon? Völlig egal. Meinetwegen sogar das von einem anderen Spieler. Doch bevor es weitergeht, die Shim-Show und dieses Video hier waren wirklich teuer zu organisieren und alleine könnte ich das alles gar nicht stemmen. Daher vielen lieben Dank an Honkai Star Rail für das Sponsern dieses Videos. Honkai Star Rail ist ein kostenloses Space Fantasy RPG von HoYoWorks, den Machern von Genshin Impact, und erhält mit dem Update zu Version 1.5 viele neue Aktivitäten wie eine Geisterjagdmission, völlig unerwartete Kämpfe, wiederkehrende Fan-Favorite-Charaktere und sogar neue Maps dazu. Aber
Vor allem gibt es jetzt den neuen 5-Sterne-Charakter. Agenti! Ein absolut eleganter Gentleman, der besser als jeder andere den Sinn von wahrer Ritterlichkeit versteht und auch nur spricht, wenn er tatsächlich etwas zu sagen hat. Er ist ein fancy-ass Boy, will ich damit sagen, okay? Und das sieht man auch im Combat. Er greift vor allem mit einem Speer an und hat dabei spezielle Roseneffekte. Wow. Als Ritter ist er dadurch ein physischer Charakter vom Pfad der Gelehrsamkeit mit wirklich krassen AOE und perfekt, um die neue Version 1.5 zu erkunden. Ladet euch also jetzt Honkai Star Rail herunter und benutzt in-game diesen Code hier, um 50 Stellar Jades zu bekommen. Link in der Videobeschreibung. Weiter geht's mit der Shim-Show. Let's go! Oh shit, ich war ein bisschen zu früh. Ich hab nochmal gebremst. Was? Boah, was? Unsichtbare Wand? Ja, damit du nicht stirbst, Junge. Ja, Bro, der hat mich gerade gefickt. Ich habe das Gefühl, am Ende gibt's eh so ein Pinguin-Baby. Wenn wir da sind, könnten wir es mitnehmen. Nein, keine Sorge. Jetzt habe ich ein Problem. Nein! Oh nein, das Baby ist da. Das ist übrigens meins, by the way. Ich weiß. Hä? Du darfst nur deins nehmen. Nein, deswegen habe ich gesagt, es ist egal, welches Baby. Mit her damit. Ja! Ich habe deins! Oh mein Gott, ist das unfair. Ihr seid echt ein Pisser. Gib mir deins! Gib mir Johnny! Verpiss dich schon! Ja! Ich geh jetzt einfach mit dir mit. Bruder, wie ass ist... Bro, what? Ja, was soll man denn hier machen? Was soll man denn hier machen? Digga, am Ende wird das richtig slippery. Da belly slidest du einfach. Ich weiß gar nicht, wie man hier weiterkommt, okay. Bro. Verpiss dich. Nein! Nein, Johnny! Fick dich schon! Ich hasse dich! Aber wie soll man hier hochkommen? Ich meine, okay, never mind. Ich war so weit, ich lasse da aus. Ja, ist ja gut. Ich hole so lange Neues, bis einer von euch das geschafft hat und dann laufe ich hinterher. Ja, das Ende, also ganz am Ende kommt eine Slope und da belly slidet Mario und dann ist alles für den Arsch. Also ich war quasi beim letzten Sprung, das war sehr asozial. Ich habe auf jeden Fall eine gute Idee, was ich Ekelhaftes machen will. Bro. Es ist so dumm. Timo, du bist komplett irre. Wie soll Vic das überhaupt machen ohne 3D-Stick? Ich wusste ja nicht, dass er keinen Controller hat. Oh, ja, halt dein Maul, du räudiges Stück Scheiße. Oh, Johnny hat's rüber geschafft. Digga, ich denke mal, man kann hier runterfallen, Timo. Ich wusste es. Wollte ich nämlich auch machen. Genau das wollte ich auch machen, wenn ich drüben bin und hier ist einer mit mir. Aber du kannst nichts mehr tun. Du kannst nichts mehr tun, Ibi. Ja. Wie kommen wir jetzt von hier wieder zurück? Alter, ich war so weit, Chat. Es hat mich mental gebrochen. Ey, zum Glück hast du das gesagt, Ibi. Ich hätte sonst verkackt. Ich wusste ja, dass ich am Ende da nicht drauflaufen darf. Ich bin dann da nicht draufgelaufen. Ich bin drüber gehüpft. Oh Gott. Das ist gerade die Redemption-Arc. Ich schaff das nicht. Oh Gott. Mama. Mann, Die Kamera funktioniert nicht. Das tut mir voll leid. Es ist halt meine eigene Schuld so, weil ich die vergessen habe mitzunehmen. Ja. Aber es ist halt auch dumm, dass diese Tastatur, die mir gegeben wurde, einfach nicht funktioniert. Ich wollte gerade sagen, du hast ja was mitgenommen. Das ist nur einfach... Bruder, ich hätte es einfach gefirst tried, wenn ich den Belly Slide nicht gemacht hätte. Shit, Mann! Scheiße! Was kommt raus, wenn man den siegenden Diebstahl aus Mario Kart 8 Deluxe mit Super Mario 64 verbindet? Ein erstaunlich spaßiger Modus tatsächlich. Hierbei muss man einen Shine-Sprite einsammeln und diesen so lange halten können wie nur möglich. Greift dich währenddessen aber ein anderer Spieler an, verlierst du ihn. Wir spielen das Ganze auf 5 verschiedenen Maps, wobei die letzte... ziemlich skurril wird. Okay, dann let's fucking go. Was? Oh, nicht die, Junge. Was ein Krampf, Alter. Was ein Krampf. Das ist so eine Arena hier jetzt. Meins. Schnell. Ich hab dich gebohrt. Nein. Junge, es lag voll. Aber egal. Scheiße, ich wollte hier unten auf jemanden warten. Das hat nichts geändert. Doch, jetzt. Ah, fuck. Wie, die ist da oben. Was? Nee, warum lag der Modus so? Bruder, mit diesen Skins, ne? Ich check null, wer ich bin. Scheiße, Sean. Ja, jemand muss sie kriegen. Was? Ich wollte ihn aufklauen, aber ich komme hier nur... Krise. Ich komm die ganze Zeit... Oh mein Gott, wie easy war das denn für Sean? Oh, shit. Ich bin so konzentriert. Er springt runter, natürlich. Selbstverständlich. Nein! Und jetzt? Das ist so wack. Sag mir nicht, da ist jemand oben geblieben. Als ob jemand oben geblieben ist. Wer bleibt denn oben? Nein, er ist instant wieder respawned da oben. Sorry, Jungs. Sorry für meinen Skill. Ich hab dich doch getroffen. Bei mir nicht. Oh, nein, ich hab's fast. Holt euch den.
Das ist so ein Mistspielmodus, wirklich. Es ist unglaublich. Nein! Nein! Ich auch. Hä? Wo? Oh nein, der ist da unten. Ah, okay. Hä? Der wurde wieder oben und kriegt selber ja, wieder die Schein. Das ist eigentlich, das ist so ja, Technik eigentlich. Wo ist der? Ah, da oben. Nein! Oh, easy. Easy. Ja, hey! Hallo! Er macht Mindgames. Nur noch 10 Sekunden. 6 Sekunden, wollt ihr mich verarschen? Ist ja schon vorbei jetzt. Oh Mann, das gibt's nicht. Wieso bist du denn noch so schnell? Ich check's nicht. Man wird doch langsamer, dachte ich, wenn man die ganze Zeit damit ist. Es ist so schwer, in dem Spiel jemanden zu treffen. Wo ist der? Ganz oben, oder? Ganz oben. Och, du scheiß Hefer. Hey, warte, wo ist der? Wo geht ihr hin? Ganz oben, oder ja? Wer ist Neo? Auf einmal spielt der Main-Character aus Matrix mit. Damn, Mod hat aus Versehen. Okay, dann war ich... Hey, ich hatte den! Hey, ich hatte den! Okay, warte, stopp. Ich bin sehr verwirrt. Okay. Machen wir Restart, okay. Dann lassen wir Hübi den Hübi, du hast vor, einsammeln. Ja, okay. Das ist wirklich unfair. Das war komplett unfair. Alles kaputt gemacht. Ja, die Mods liegen im Spectator rum und einer hat da anscheinend... Danke, Mods! Danke! Aber so mad. Ich hab mich nicht gesehen, wie man die geht weg! Hallo, ich hab dich getroffen! Geht weg! Oh mein Gott! Hä? Kann man nein! Oh mein Gott! No way! Ja, genau! Das liegt daran, dass Sean mir Schaden macht, wenn ich zu ihm komme. Warum kann er mir Schaden machen? Junge, wer ist Neo? Wem muss ich eine Briefbombe schicken? Neo, wie hast du ihn eingesammelt? Ich hab den nicht eingesammelt. Ich hab den mal keine Sorge. Was? Das ist wirklich. Ich war noch nicht mal in der Nähe. Die Runde vorhin war viel besser. Ihr wart alle nicht mal ansatzweise oben. Ich hätte einfach da oben 30 Sekunden stehen können. Oh nein. Oh mein Gott, er hat aber recht. Ja. Was ist das? Okay, ich kümmere mich um Bowser und ihr holt den Schein. Hä, wo bist du denn? Ach so, wir sind alle da. Oh, okay. Warum? Digga, Sean, du fuckst so ab, Sean. Wieso kannst du das? Das ist mein Game! Jetzt hab ich dich aber. Hä? No way! No way! Ich krieg immer Schaden. Ich hab noch nie einen Charakter geboxt. Ich check nicht, wie man jemandem die Scheibe wegnimmt. Nein! Du wirst immer last minute weggekickt, Sean. Der kann sich hier jetzt mal verpissen, der Koopa Bowser. Man kann ihn auch von der Stage werfen. Das ist Bowser 2, denk dran. Ich will ihn auf die Scheibe werfen. Es sah grad echt aus, als hätte ich Bowser in die Scheibe geworfen. LOL, ich hab das gemacht. LOL, gib her. Nein! Alter. Nein. Ich hab, willst du mich verarschen? Hallo! Oh, wie? Endlich warum? Hatte ich dich. Ey, dass ich die aber nicht. Nein! Oh mein Gott, wie sollen wir den holen? Oh, okay. Oh, du verarschst. Wieso kriegt Sean den? Ja, ohne Scheiße. Sean hat wirklich Prio. Sean, ey. Ich lieb den Modus. Okay, der Punktestand ist 10 für Hübi, 9 für Johnny, 8 für Sean und 3 für Vic. Das wird das Comeback, Leute. Das wird das Comeback. Wieso ist das kein COD? Viel besser. Durch diese Modifikation kann man auf andere Spieler schießen, Marios Movement anwenden und Bunnyhoppen. Wirklich sehr, sehr schnell Bunnyhoppen. In dieser Challenge gilt Last Man Standing. Alle Spieler besitzen 10 Leben und müssen sich gegenseitig so lange abschießen, bis schließlich einer als letzter Spieler übrig bleibt. Was sind eure Shooter-Erfahrungen? Call of Duty. Wir wissen CSGO. Ich habe nämlich gar keinen Plan. Digga, ich sehe gar nicht, wo du hinzielst. Du rennst rückwärts und deswegen denke ich, du guckst mich gar nicht an. Fuck, ich habe übel viel Schaden schon. Soll man sich irgendwo heilen? Nein, keine Heilung, oder? Oh mein Gott, hör auf! Oh mein Gott. Digga, die Münzen fliegen ja so schwierig. Nein, ich bin tot. Was heißt das? Habe ich jetzt direkt schon verloren? Ja, du bist raus, oder? Nee, ihr habt ja Leben. Deswegen habt ihr die One-Ups eingesammelt. 10 Leben? Wo gehst du hin, Jonas? Ich bin an Fallschaden. Oh mein Gott, das habe ich vergessen. Hä, man spawnt in der Mitte und alle ballert auf einen. Stimmt. Das ist so unfair. Ich sag doch, das geht super schnell. Hä? Was? Oh, als ob du hinter mir bist. Jo, wie dieser Skelett hier runterfällt. Ich check einfach nicht, wann ein Treffer gewertet wird. Man respawnt ja wirklich hin. Was? Stirb, bitte, stirb doch. Nein! Wir sind beide gegenseitig gestorben. Oh, wir sind beide tot. Ja. Scheiße, jetzt bist du ja hier. Wieder hier spawnt, ja. Okay, weißt du was? Okay, ich bin schon tot. Ich bin eigentlich schon tot. Okay, wie viele Leben habt ihr so? Wo steht das? Weiß ich nicht. Warum bist du immer hier? Oh mein Gott, Sean, wirklich, Junge, was machst du da? Ich treff dich ja gar nicht. Ah, wir haben wieder so einen Bug. Wir haben wieder den Bug. Ah, nee, doch nicht, ja. Oh, scheiße. Willst du mich verarschen? Bist du bei Timo, damit man dich nicht findet? Oh mein Gott, Digga. Ich kann auch nichts sagen. Nein, jetzt muss ich nachladen. Nachladen? Yes.
Ja, hör mal auf hier. Scheiße! Oh Gott, Sean ist da. Ah, ich bin fast tot, Sean. Bitte lass mich in Spaß. Ich bin noch komplett am Leben. Nein! Oh mein Gott. Na, ich komme direkt wieder zu dir. Ja, die Bunny-Hop-Mechanik, die kann was, ja. Stirb bitte. Nachmal. Oder die ganzen Skelette, die überall rumliegen, ne? Da war doch gerade noch jemand. Warte, guck mal, guck nach links, Sean, guck nach links, Hebi ist wieder neben Shiptex. Aber geil auch zu sagen, guck nach links, kümmere dich nicht um mich. Ja, hier wird nur gecampt, das ist so eklig. Ich gehe hier für den Content, für den Grind, für die Glory und die ganzen Camper hier. Ja, es kann nicht sein. Was macht Johnny? Digga, was ist bleib hier. Oh mein Gott. Oh, ist das scheiße. Hör doch auf, hör auf. Lass einfach beide gehen. Ja, aber du bist ja schon fast tot, so. Nein, mich nicht. Scheiße. Geh jetzt schnell weg hier. Oh mein Gott! Würde sich Hübi vielleicht am Spiel beteiligen? Digga, was laberst du? Ich kill hier dauernd! Halt dein Maul, Alter! Halt dein Maul! Er wird ich immer direkt so sauer. Ich seh dich nie. Du, immer wir! Das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt auf Angsthasen-Modus gehen. Ich bin stuck! Hä? Ich war in dieser Wand drin! Sean, du hast mich gerade nicht ein einziges Mal getroffen. Weil ich in der Wand gesteckt habe. Jo, jetzt hab ich Hühnchen gekühlt. Hey, ich kann nichts machen. Ich bin gerade so im Passivmodus dadurch, dass ich. Naja, ich sag's nicht. Ihr seid gerade alle im Passivmodus. Okay. Alle? Cool, Timo, du Gottloser. Ich bin der Einzige, der hier auf Kills geht. Er sagt Passivmodus. Ja, okay. Guck mal, die rennen oh alle. Oh mein Gott, der Ball hat mich da hinten. Nur eine fliegende Waffe, ist das ein Mord? Bro, willst du mich von da hinten treffen? Ah, fuck. Nein. Oh, Johnny. Nein! Ich sehe hier niemanden. Nein! Wo seid ihr auch? Ja, der Einzige, der mit Ehre gespielt hat. Oh mein Gott, von hinten und von vorne. Bitte hör auf, Vic. Bitte hör auf. Okay, ich bin raus. Es ist 1v1 zwischen Vic und Hübi. Oh shit, wie schnell! Oh mein Gott! Ich kann dir kein Damage machen! Ich hab dir 10 Kugeln in den Kopf gejagt! Hä, Dick? Bruder, was ist los mit... Hä? Ich hab mir einfach 10 Kugeln in den Kopf gejagt. Ich weiß auch nicht, wie Vic das macht. Digga, schon schnarcht ja sogar. Oh mein Gott. Oh, ihr habt beide genau gleich Leben, ne? Aber ich hab weniger HP. Ach nee, du siehst ja den... Ah, scheiße. Oh mein... Ja, ich spawne und bevor ich mich überhaupt bewege, macht er mir Schaden. Ah, GG. Let's go! GG. Das war's, oder? Ja, du hast gewonnen, irgendwie. Krass. Wie gehört's? Ich seh das gerade nochmal zum Replay. Voll schneller. GG. Was hab ich gemacht? Hatte eine Idee. Wie wäre denn eine Challenge, in der die Spieler alle 100 Münzen und alle 8 roten Münzen in einem Level sammeln müssen, das sie zuvor noch nie gespielt haben? Klingt doch ganz gut. Wäre das Level selbst nicht minimal verbuggt gewesen? Oh, wow. Bruder Bomberman 64, let's go! Ja. Nein, ich bin runtergefallen. Interesting, darf man sterben? Da wirst halt geresettet und musst nochmal rein. Ach, als ob. Dein Time Loss. Oh nein, ich kann den Teleporter nicht nehmen, sonst werden meine Münzen resettet. Werden die wirklich resettet? Also ja, immer wenn ich mich teleportiere, geht mein Münzcounter wieder auf 0 zurück. Ja, das ist auch passiert. Anscheinend resetten sich bei jedem Spieler der Rot-Münz-Counter, sobald ein anderer Spieler stirbt und das Level neu betritt. Das ist natürlich mega geil, wenn man so schnell es geht die 8 roten Münzen einsammeln soll, aber die Spieler andauernd sterben, weil sie durch den Boden fallen. Nein! Ich war wirklich extrem besorgt und wusste nicht, was ich jetzt tun soll. Breche ich die Challenge ab? Ändere ich mittendrin die Regel? Starte ich das Ganze nochmal von vorn? Oder tue ich einfach gar nichts und lasse meine Teilnehmer leiden? Also mit Mauslook ist viel einfacher. Oh, oh nein, ich sag das und sterbe. Oder einfach die letzte. Ja. Oh, wow. Ich bin auch durch den Boden geglitscht! Als sollen wir alle sterben! Ja, was heißt sterben? Was kann ich dafür, dass der Boden keine Hitbox hat? Junge, ich kann das alles nicht mehr. Och, Digga, irgendwie, heute ist echt, heute, das Spiel will, mag mich nicht. Halt's Maul, du bist Erster mit Abstand. Du, ist echt so. Sie sind halt alle gestorben. Das ist nein! Scheiße, ich bin auch gestorben. Als ob wir alle sterben. Da, wo die Redcon ist, da ist im Originalspiel ein Secret Outfit. Vor allem ist das Game halt auch technisch nicht so krass ausgereift. Ich hasse alles. Ich verstehe es nicht. Es gibt 2 rote Münzen, die sind sehr nah an der Lava. Man kommt nicht mal hoch. Wie will man denn alle sein? Oh, damn. Da sind so Teleporter. Oh, ja, wollen wir das denn wissen? Hübi hat gerade soeben den 100-Münzstern eingesammelt. Sobald er jetzt die 8 roten Münzen hat, hat er gewonnen. Aber es ist ja for real, Digga, so. Dass er Digga, es ist so eine Psychose, dieses Spiel. Bro, aber die sind teilweise wirklich asozial, Mann. Holy fucking shit.
Game. Okay. Ja, ich muss yes. Oh ja, bei euch beiden. Okay, mir fehlt nur noch eine. Okay. Mir fehlt nur noch eine. Also ich weiß, wo alle sind. Zwei. Ja. Mir fehlen zwei. Ich weiß nicht, wo die sind. Suchst du nur die roten Münzen schon? Ja, 100 habe ich. Warum bin ich so kacke? Ich brauche eine Münze. Wo ist die? Teleporter. Also ich hab immer die Zielpunkte der Teleporter gefunden. Digga, ich hab's doch. Oh, fuck. Warte, oh, damn, aber Sean hat den Stern noch nicht. Nein, wie soll ich nach da oben gehen? Mach jetzt nichts Dummes. Okay, Stern ist gespawnt. Ich check's nicht. Da, jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Let's go! Alter, Ubi hat's nach vorne. Nein! Oh, GG. Nein, Sean stirbt. 100 Münzstern habe ich. Bleib beim Schaden messen, bleib beim Schaden. Viel, viel lieben Dank. Timo, ich hasse deinen. Ich hasse deinen. Ich hatte alles. Ich bin einfach wieder durch deine scheiß Brücke geklippt. Dabei hätte ich jetzt diesen Ort aufgesucht und hätte ich 8 rote Münzen gehabt. Junge, Vic schaut richtig broken, aber ich feiere sein Kommentatoren-Headset. Och man, ich hab keinen Bock mehr auf das Level. Ich find's gerade so interessant zu sehen, wie oft in diesem Level sterbt. Bro, hör auf, das zu sagen. Ich sterb nur wegen Glitches. Find's interessant, wie oft ihr sterbt, weil ihr durch die Map fallt. Ja, ich bin auch wieder gestorben, Junge. Es ist gerade so eine Qual einfach nur. Ah. Oh ja, das okay. War jetzt. Das ja. War das war das, okay. So, guck mal, wenn Johnny das jetzt vor uns schafft, dann werfen wir eine Münze schon. Ja, okay. Wobei ich habe jetzt 7 Coins, wenn ich nochmal sterbe, dann ja. Ich weiß ja noch nicht mal, wo die letzte scheiß Münze ist. Ich hab's auch vergessen, though. Ich hatte die schon mal. Ich hab das Problem, ich weiß es auch nicht. Ich hab jetzt vergessen, ob ich die schon hab, die 2 Teleporter oder nicht. Ob ich das am Anfang geskippt habe. Weiß nicht, wo der letzte ist. Also ich sammle jetzt wieder die 7. Ich bin hier mindestens fünfmal an derselben Stelle runtergefallen. Ich raste aus, wirklich. Ich hab die. Oh. Bitte, jetzt den Stern. Bitte, hol mich hier raus. Du kriegst den Stern nicht, schauen, du kriegst den. Halt's Maul, wer nicht gönnt. Nein, ich bin ja kurz hinter dir. Ich hab ihn. Ja. Nice. Nice. Oh. Soll ich die Münze werfen, oder? Wenn ich noch einmal sterbe, dann überlege ich's mir. Oh mein Gott, wieso ist die einfach da? Ich kann noch verkacken, die ist... Ah, werde ich hier wieder... Mario, werden, ich bitte dich. Ich bitte dich, Mario. Okay, krass. In 3 Spuren meine ich. Hab sie, ich hab ihn, ich bin dritter Platz. Puh, nach 20 Minuten, let's go. 20 Minuten. Mir fehlt noch einer. Digga, postapokalyptisch. Bruder, was zur Hölle? Wir schreiben das Jahr 2056. Die atomare Zombie-Apokalypse hat jetzt auch in Bobombs Bombenberg ihren Höchstpunkt erreicht. Es bleibt nichts anderes mehr übrig, als um sein Leben zu kämpfen, solange das zumindest möglich ist. Und genau das müssen die Teilnehmer jetzt tun. Das Spiel hier heißt Toad Zombie Apokalypse. Ihr seid 4 Survivor. Jetzt spawnen gleich 3 andere Spieler in diesem Level als Zombie Toads und die jagen euch. Und wenn ihr sterbt, dann werdet ihr Spectator und ihr müsst so lange überleben, wie ihr könnt. Oh, okay. Was könnt? Aber es gibt da eine Sache, die ich bewusst nicht gesagt habe. Diese Toads, die gleich spawnen, das sind nicht einfach irgendwelche Spieler. Das sind Speedrunner. Und einige davon gehören zu den Top 10 der 70-Sterne-Kategorie und hatten schon Weltrekorde. Und die Teilnehmer hatten keinen blassen Schimmer davon, bis es zu spät war. Seid ihr bereit? Das ist übelst gemein, Timo. Wir haben schon Schaden genommen. Digga, ich habe richtig Schiss, Mann. Benji, Clay, okay, wir sind gefickt. Team whatever, yeah! Junge, die Snitches! Ich hab die geschmiert vorher, wisst ihr halt nicht. Ich hab Clay ein bisschen bestochen, dass sie nicht auf mich gehen. Dann lass uns reingehen, ne? Okay, let's go! Ja, die whatever auch. Okay. Und wenn da ein Toad kommt, dann spring ich raus. Ey, es kann aber sein, dass sie mich hier drin treffen können, ne? Die wissen nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Amtierender, Platz 1, Super Mario 64. Wollte mal, dass die oben sind. Ah, da ist einer. Da ist einer. Einer ist runtergesprungen. Einer ist hinten bei der Kanone. Bei der Mainfield, ich weiß nicht, wie man das nennt. Einer campt in dieser Kanone. Er geht in die Kanone rein. Weg da! Ja, die hat natürlich die Kanone, ne? Oh mein Gott! Oh, warte, Hübi ist am Cheaten, den Wichser, den muss ich mal zusammenscheißen, Alter. Ja, ich geh da mal einen Red Bull holen, ne? Okay, lass ihn noch einmal treffen, dann lass mal ihn in Ruhe, okay? Aber sag mal, Hübi, er soll aus dieser Kanone rausgehen, der Camper. Da ist jemand drin, glaube ich. Okay. Er denkt, das war Hübi, aber das war nicht Hübi. Warum kann ich da nicht in diese Kanone? Die bringen die ja einfach um, ne? Ich hoffe, sie haben mich einfach auch nicht gesehen. Das wäre sehr stark. Einen wunderschönen guten Tag. Junge, einfach kam campen. Shintex hat gesagt, du sollst raus. Hä? Warum? Die wollen mich hier umsingeln, aber niemals, nicht mit mir. Okay, er nutzt eine Kanone, man sieht, wo die schießt er dich. Er hat den Berg hochgeschossen. Keinen Schaden bekommen.
Bruder, ich bin ein Survivor in einer Zombie-Apokalypse. Ich weiß, aber du bist da wortwörtlich unverwundbar. Ja, ja, und dann überlebe ich halt die Zombie-Apokalypse. Ich bin, ja, ich schieße. Bro. Alle machen Timos Event kaputt. Ich lieb's. Ich bin so down. Okay. Ich hab ne Idee. Ich hab einem anderen hinterher. Wie mir jetzt einfach das Versteck nicht gegönnt wird. Oh mein Gott, ich hab mich durchgepackt. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Oh, Bruder, wer mich gekriegt hat. Ich hab jemanden. Verpiss dich bitte aus dem Teleporter, Junge. Na, oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich bleib hier nicht drin, aber wir schießen. Also ein bisschen. Ja, unsichtbare Wand! Tipping. Von mir kommt das. Oh, ich hab jemanden erwischt! Nee! Das sackt! Das ist so unfair! Digga, wie ist der hier? Mich verarschen? Er ist nicht hinter mir, okay. Okay, ich hab ihn weggekickt. Ach, verdammt, ich bin gestorben, okay. Es ist so ruhig, okay. Okay, Vic ist anscheinend gestorben, oder? Das war wirklich ein Speedrun, also legit, das war super kurz. Hab ich gewonnen? Ja, Johnny, du hast gewonnen. Ich hab nichts gemacht. Ist oben auf dem Berg gestanden. Am Punktestand 17 für Hübi, 14 für Johnny, 10 für Sean und 6 für Vic. Ey, wenn ich jetzt noch irgendwie schaffen sollte, Dritter zu werden, dann bin ich Gewinner der Herzen. Looper Game ist eine Anspielung auf Squid Game. Die Teilnehmer spielen das normale Super Mario 65 und müssen aus einem Pool von 5 möglichen Missionen 3 Sterne holen, während über das gesamte Spiel hinweg Red Light, Green Light läuft. Ihr wisst schon, dieses... Genau das. Bei grünem Licht darf man sich frei bewegen, aber sollte man bei rotem Licht auch nur einen Button-Input tätigen, stirbt Mario auf der Stelle. Der Cycle dieses Lichts ist kompletter Zufall, ich habe da gar keine Kontrolle drüber. Trotzdem dachten irgendwie alle, ich würde sie targeten. Okay. Alter, das Gelbe ist ja krank. Wir werden einfach versuchen, nie zu sterben, Chat. Ich brauche mich gar nicht krass beilen, hoffe ich. Wir gehen als erstes in die Lava-Welt. Das ist dumm. Mann, ich... Sean ist mal wieder extrem peinlich gestorben. Oh, Red Light. Ach du Scheiße. Boah, ist das übel. Ey, das ist richtig asozial, wirklich. Oh nein! Jetzt habe ich auf ihn geguckt. Hä, was? Oh, Timo steuert das! Bro! Jetzt bleibt da wirklich nur eine Millisekunde auf Green. Ich mache auch keine Dives, keine Long Jumps. Wir gehen einfach langsam und steady rein. Ich muss nur auf diesen Bildschirm oben gucken. Ich darf quasi nicht auf mein Gameplay gucken. Ich warte noch einmal. Ich muss nur den Stern einsammeln. Ja! Stern 1. Okay. Ich bin so langsam. Oh mein Gott. Was? Oh nein. Hä? Ich hab mich nicht bewegt! Ich heule. Ja, gleich entmuten sie sich alle, dass sie es geschafft haben. Fuck off! Kann ich den irgendwie cheesen eigentlich, den Stern? Nee, ne? Das kommt voll oft so nach Türen, wo man eh sich unbedingt bewegen will. Das ist richtig dreist. Er darf jetzt keinen Miss-Input machen. Vic hat Stern Nummer 2. Oh shit. Oh, ich glaube, jetzt killt's mich. Ich muss durchziehen. Okay. Oh mein Gott! Das ist schlimmer, als die Mission nochmal zu machen, gefühlt. Die grünen Phasen sind teilweise so lang. Die können halt gefühlt irgendwas zwischen 5 Sekunden und 30 Sekunden sein. Okay, Sean ist kurz davor, aber Hübi auch. Digga, im Punch. Oh, Vic hat alle! Ich hab 3. Hab ich gewonnen? Yes, du bist Erster. Let's go! Endlich mal ein Spiel gewonnen! 2, aber die anderen müssen doch auch jetzt gleich entmutet sein. Wie kann Vic der Einzige gerade sein? Ich bin so kacke die ganze Zeit gewesen. Johnny, mach das nicht. Johnny, mach keinen Fehler. Mach keinen dummen. Alter! Das war viel zu knapp. Was sollte das? Komm schon schnell. Jetzt bin ich so kurz davor. Okay. Ich trau mich jetzt nicht mehr A zu drücken in der Textbox. Ja, okay, das ist Skill-Issue. das kann ich nicht mal... Okay. Oh, nochmal Red Light. Okay, Stern 2. Ach, scheiße, ist falsch. Oh mein Gott, nein. Er spitzt sich so zu.
Das, ich hab mir einen dummen Scheiß-Stern ausgesucht. Der verreckt doch. Ey, aber jetzt ist zu spät. Kein Turning Back mehr. Sag das nicht! Verkacke dann mit Glory. Ich werde den schaffen oder ich werde gar nichts schaffen. Ich will den jetzt auch gerade schaffen. Scheiße, Mann. Ich wollte eine Phase warten und dann die nächste komplett ausnutzen. Ich hätte es 10-mal geschafft gerade. Ich bin so kurz davor, mich zu entmuten und schon zu sagen, dass ich nicht aufgeben soll. Chill. Ich hab auch 3. Jetzt gerade Spiel um Platz 3 zwischen Hübi und Johnny. Okay. Fucking Mystery of the Monkey Cash. Man kann auch nichts an Speedrun-Tricks oder so machen jetzt. Let's go. GG's. Ihr könnt euch alle entschuldigen. Timo, ich muss sagen, Timo, das war das Geilste bis jetzt, finde ich. Das hat sau Spaß gemacht. Das hat richtig Bock gemacht. Okay, sollte ein 3D Mario jemals einen guten Versus-Multiplayer bekommen, dann sollte er definitiv so aussehen. Extra erstellte Battlemaps, diverse Power-Ups, mit denen man sich auf völlig unterschiedliche Arten und Weisen bekämpfen kann und einem Ziel. Als erster 10 Kills erhalten. Let's go! Oder gehe ich auf die Fenster? Nein! Nein, hör doch auf! Oh, shit! Oh, Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verzieh! Nein, ich hatte auch nur noch einen Schuss! Nein! Nein! Oh mein Gott! Das ist mein Game. Ich will irgendwie nur mit Item kämpfen, ich will nicht so kämpfen. Ja, okay, okay, wie du magst. Oh, oh mein Gott, ich bin drüber gesprungen. Ich hab grad Fallschaden gekriegt, ich bin so kurz vor Death. Bruder, da ist ein Schild. Was macht die Bombe? Das ist quasi wie Granaten. Ist es quasi wie Granaten. Nein! Und der fucking Radius trifft mich von dem Schild. Krass. Ah, scheiße. Oh mein Gott! Fuck, es ist schwer, den Schuss aufzuladen und gleichzeitig die Kamera zu drehen. Geh weg! Geh weg! Keine Ahnung. Nein, 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 du Scheißhammer! Du Scheißhammer. Nein, aua. Willst du mich verarschen? Das hat mich gekillt. Als ob dich das gekillt hat. Ja, Digga, ich bin so lost. Ich komm gar nicht auf das Spiel klar. Ich liebe es. Das ist bis jetzt mein Lieblingsspiel. Boah, ich bin so geflogen. Aber ich kann trotzdem noch, lol, ich kann eine derbe Animation trotzdem noch angreifen. Oh mein Gott. Nein! Let's go. Johnny, komm ans Feuer. Zieh dich. Ah! Das verfolgt mich. Okay. Nein, nicht wieder die. Ich kann beides haben. Ah, Bro. Okay, er hat Bombenstrat rausgefunden. Das war eine schlechte Idee, mein Freund. Das war eine gute Idee. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war strong. Das war strong. Ich find's auch geil, wie sich so vier Anzugstypen einfach gegeneinander so abschießen. Oh mein Gott. Ey, wo kommt denn alles her? Was? Was? Let's was? Go! Das war's! Ja. Oh mein Gott, Hübi wins! Ah, das schon, du hattest recht, die Bomben sind einfach ultra King, Mann. Also bei mir stand Zweiter. Schwan war Dritter, ne? Jo. So, erstmal kommen wir zum Punktestand. Der ist momentan 21 für Hübi, 14 für Johnny, 13 für Sean und 11 für Vic. Vic holt auf! Die Regeln sind simpel. Es gibt einen Spot, den du mit allem, was du hast, verteidigen musst. Mit jeder Sekunde, die du dort verbringst, erhältst du nämlich Punkte. Doch solltest du dabei sterben, wird die Hälfte deiner Punktzahl abgezogen. Wer am Ende nach 5 Runden die insgesamt meisten Punkte zusammenkratzen konnte, gewinnt das Spiel. Hä, ging's jetzt los oder was? Anscheinend, ja. Hä? Achso. Digga, du kannst die Tür nicht aufmachen? Halt doch dein Maul. Nein! Digga, die Kamera hier oben, ne? Gott. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, scheiße. Komm, ich will das machen, Junge. Ach, scheiße, scheiße. Ich bin runtergefallen. Komm, lauf, Johnny, lauf. Bruder, oh, halt doch dein Maul. Okay, aber schon mal gut Punkte gemacht, Chat. Schon mal gut Punkte gemacht. Quasi der, der am Ende insgesamt... Willst du mich verarschen? Sean hat immer Prio, ich schwöre. Johnny, du hast so viele Ausreden immer parat. Das ist der Wahnsinn. Okay, da kommt der Nächste hier. Egal, Digga, Sean hat immer Prio, ich schwöre. Ja, stay mad, stay mad. Scheiße, okay, episches Duell. Nein! Dankeschön. Dankeschön. Runtergekickt. Oh, nein! Das war so ein richtiger Anime-Moment. Oh, Ulti wins. Achso, die Zeit ist abgelaufen. Ja. Ah, okay. Sobald es unmöglich ist, für die anderen aufzuholen. Jetzt komplette Pyramide. Ich Vollidiot. Oh mein Gott, ich Vollidiot. Das hat wirklich gar keinen Sinn gehabt. Ey, wieso bin ich der Einzige, der immer fliegt? Ach, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Ey, ohne Scheiß, Vic, ich wollte dich nicht mal töten. Ich habe mich mit dem Kick nur retten wollen.
geh weg. Oh, er will hier Stress. Hallo, wieso reagieren nur deine Kicks? Komplette Pyramide. Bro, das kann nicht sein. Als ob du immer noch da oben bist. Bro, was gehst du auf mich? Gehst direkt auf Mutter. Wie euren Beef gerade habt. Johnny und Hibi chillen ihre Eier und Vic und Sean beefen sich. Oh mein Gott, Ulti ist tot. Lol. Fliegt, er ist so schlau. Das ist echt mega schlau. Yo, wie ausweicht. Hier ist es super eklig. Kleine Insel, wo der pinke Bob-omb drauf ist, wo man die Kanone öffnet. Gott, aber wie kommt man am besten hin? Ich chill. Bitte haut einfach ab. Geht einfach da jetzt weg. Ach, so ein Pisser, wirklich. Als ob das funktioniert hat. Digga, das funktioniert, ich pack's nicht. Ich pack's nicht. Jetzt bald. Was, wir beide? Wir beide. Ey, Bro, ich hab einen Score von 2, was ist das? Ich hätte mal eine Frage an der Stelle. Xbox-Stack, ne? Ja, das darf man wahrscheinlich nicht, oder? Das mal nicht, Unverwundbarkeit ist super scheiße. Bruder, schon wieder, du hast wieder mit ihm geredet. Ja, aber das wollte ich nicht. Man muss ja was drücken. Nein, wir alle. Hey, Bruder! So, Mann, der nächste kommt. Ja! Ganz oben bei BOB, aber, großes Aber, Knockback ist jetzt hochgestellt auf 100. Ihr haut euch extrem weit weg, also no joke. Wir haben direkt schon mal einen Skip gemacht. Ja. Das ist so lustig zu sehen, oh mein Gott. Nein! Natürlich bin ich der Erste, der fliegt, das ist doch lächerlich, Alter. Er läuft weg, er läuft weg. Ich mach gar nichts, er läuft weg. Nein, ich will dich verarschen. Chat, die Runde ist nicht, aber wir haben immerhin Punkte, das ist das Wichtigste. Mann, wieso chillt ihr hier denn einfach ohne euch? Yeah. Oh Digga, wie das aussieht, Mann. Ulti wins. Okay, good luck. Oh, GLHF. Ich will da jetzt. Bro. Nein! Oh, jetzt 500 IQ-Move. Meine Fresse. Oh, Digga. Timo, watch this. Da war einfach niemand, ich bin einfach geflogen. Ah, okay, ich dachte, ich. Ja! Du warst ein Ninja gerade. Was für ein Wichser. Er chillt auf dem Dach. Und wie? Du leckst einfach rum und plötzlich tötest du mich. Oh, okay. Nein, wir müssen uns mal gewinnen. Eigentlich ist es Strong, wenn Vic gewinnt. Endlich mal gewonnen. Ich lese euch mal die Scores von schlechtester bis bester vor, okay? 372, letzter Platz ist Johnny. Ach, verdammt. Die 414 Punkte hat Vic. Platz 1 geht an... Hübi! Oh mein Gott! Ja, das ist voll wichtig für mich. Das ist voll wichtig für mich, dass schon weniger Punkte kriegt. Falls das letzte Spiel kommt, zeige ich jetzt bewusst den Punktestand einfach nicht. Ey, was? Nein, ich will wissen, ob schon nein, nein. Der Marketing-Boss, der nee, ihr könnt mich mal. Zum Schluss stellen sich die Teilnehmer einem weiteren Hindernisparcours. Diesmal allerdings mit einem Twist. Luigi, Waluigi und Wario dienen hier als spielbare Charaktere, die alle ihre eigenen individuellen Moves besitzen. Wer es als erster schafft, nicht nur diese Charaktere zu meistern, sondern auch diesen Parcours zu bewältigen, gewinnt offiziell das letzte Spiel der ersten Shim-Show. 3, 2, 1, los! Good luck! Okay. Ja, okay, ich wollte cool sein und... Oh, let's go, es hat geklappt. Oh, fuck my life, Alter. Was muss man hier tun? Oh, ich glaube, ich weiß es. Aber Skill-Issue. Oh, nein, Digga, die Kamera fickt mein Leben. Shit. Bro, die Kamera ist irgendwo in die Wand geglitscht. Ganz weird. Ah, doch. Okay, jetzt check ich's. Okay, hier kann man sich heilen, geil. Oh, Bro! Bruder, die Kamera hier. Okay. Neo. Oh, sind wir jetzt alle hier, oh Gott. Ihr seid sehr ähnlich, außer Johnny. Alter Maul. Oh mein Gott. Was ist das? Ist das Luck? Okay. Mario geschafft, Chat. Ah, direkt gecheckt. Oh, das ist super interesting. Warte, ich kann Gott. Einfach keinen sehen, wo die lang... Nein! Oh, Sean! Sean! Oh, scheiße. Oh, shit. Okay. Bums my life. Was? Also trotzdem nicht, welches das Richtige ist. Warte, was konnte Wario noch? Über die Lava das ist es, Chat! Das ist es! Hä? Oh mein Gott, ey, das macht so Spaß mit den Charakteren. Junge, das ist mein Lieblingsspiel, ohne Scheiß. Ganz zum Schluss. Das ist so cool, Mann. Muss besser als Sean sein. Seid ihr alle drei bei der Waluigi-Challenge gerade? Ja. Die Wall-Slides sind da voll schwer. Die sind übel schwer. Oh, nö. Und Hübi hat die einfach gefirst-tried. Das fand ich insane. Wie konnte ich daneben landen. Ich probiere es jetzt einfach. Na, ich bin schon wieder stuck. Genau an derselben Stelle. Und ich bin... Warte, ich will nur was ausprobieren. LOL. Oh mein Gott, wer war das? Ist das legal? Er ist über die Mauer gesprungen oben. Ja, wie geht das? Oh, irgendjemand hat's. Und Vic hat's. Ich bin beim nächsten Tod. Nein, als ob ihr's alle habt. Oh, scheiße, Alter. Diese Walljumps ficken mein Leben hier. Es lief so gut am Anfang. Es geht.
Ja, es ist richtig. Du bist nur zu nah an der Wand. Ah, okay. Sean, es sieht nicht gut aus. Nee, es sieht ganz und gar nicht gut aus. Was? Wie zum Fick hat er den Baum nicht gegrabt? Sean, kriegst du es hin? Hechtsprung kannst du zum Hinteren kommen. Oh. Egal, scheiß drauf. Ja! Ich weiß nicht, wer Zweiter ist. Ah, das ist so ein cursed Punktestand, ich sehe ihn gerade, der ist so schlimm. Es teilen sich zwei Leute einen Platz, ich sage nicht welchen. Es sind Sean und Johnny. Oh, das war so klar, Junge. Wie wichtig gerade. Nein, muss nicht dann sein. Aber mal. Doch, ich bin letzter. Wollt ihr eine Münze werfen? Oder macht Schere, Stein, Papier. Macht Schere, Stein, Papier. Ich stelle mich zusammen mit Sean auf diesen Bronzeplatz. Ich spring nicht in die Lava wegen einem Münzwurf. Was für eine Lava, Bro? Ich bin letzter. Zwick auf dem dritten Podest. Doch, ist doch voll schön, wenn wir den zweiten uns teilen. So soll es nicht sein. Das soll nicht schön sein. Der Letzte soll sich erbärmlich fühlen. Er soll sich richtig schämen. Wer als Erster drei hat, also best of five. Okay, Johnny, ich weiß, was du nimmst. Bist du ready? Ja. Schere, Stein, Papier. Ich hab beide Papier. Er hat nur Papier gesagt. Schere, Stein, Papier. Der Punkt geht an Johnny. Ja. Schere, Stein, Papier. Schon wieder Johnny. Ja, Er macht jetzt Papier. Er macht wieder Papier. Schere, Stein, Papier. 3-0 für Johnny. Oh mein Gott. Er hat den Stein gezückt und Johnny die Schere. Okay, dann gebe ich Johnny dafür jetzt einen Punkt. Auf der Nummer 4 ist Victor. Es tut mir leid. Du musst in die Grube. Nein, guck euch das an. Das ist so schmerzhaft. Auf dem dritten Platz befindet sich Ulti Sean. Verzieh dich schon. Danke, Leute. Auf dem zweiten Platz ist Johnny. Boom. Yay. Schlimmstes verhindert. Hübi zu schlagen war krank. Auf dem ersten Platz ist selbstverständlich Hübi. Let's go. Du bist ein Champion, mein Freund. Es war mir eine Ehre, mit euch gespielt zu haben. Hübi ist somit 100 Euro reicher jetzt geworden. Krank. Ey, Meister, hast du irgendwo ein Tierheim bei dir in der Nähe? Dann bitte dahin spenden. Ja. Oh. Können wir machen. Aber ich will den Spendenbeleg sehen, Meister. Ich will den Spendenbeleg sehen. Jetzt leak ich mal den finalen Punktestand. Junge. Okay. Hübi hat 27 Punkte. Digga. Johnny hat 16. Uneinholbar. Sean hat 15 und Vic hat 14. Alle waren super nah beieinander. Und Hübi hatte meilenweit Vorsprung. Meilenweit. Insane, wirklich.